Einen wunderschönen guten Nachmittag. Herzlich willkommen zum Novalink-Webinar im Mai 2015. Ich habe die Ehre, Ihnen das mobile Schwesternrufsystem von GETS in Verbindung mit Novalink vorzustellen. Und das auch noch, wenn ich mal so ein bisschen rausgucke, bei strahlendem Sonnenschein. Das hatten wir heute früh noch nicht. Also die Glückshormone steigen, das ist eine gute Voraussetzung. Schauen wir uns mal an, was uns heute so erwartet. Als Moderatoren kann ich Ihnen anbieten, einmal den Stefan Oechslin, das ist der CEO von GETS, der ist auch heute hier und sitzt neben mir. Und der Christoph Hodel ist auch mit dabei, der wird gleich ein paar Live-Vorführungen machen des Systems. Und auch zu meiner Linken sitzt der Jan Martin aus dem Produktmanagement, der fleißig auch mit dabei ist und auch die Chats beantwortet, aber dazu gleich mehr. Und die Stimme, die Sie da hören, das bin ich, der Ulf Unger. Was wir heute so vorhaben, und zwar Lösungen zum Schutz für einmal Patienten, also wir betrachten das unter diesem Blickwinkel des Patienten, aber auch von der anderen Seite den Schutz für Mitarbeiter. Das kann man dann ein bisschen ausdehnen zum Schutz für die Infrastruktur. Das Smarte an der ganzen Geschichte ist, dass wir hier eine Kombination mit einer Funklösung haben. Das heißt, die Installationszeit, das werden Sie nachher auch sehen, wird radikal verkürzt. Wenn das Thema Funk so im Raum steht, dann fragt man sich, oh, ist denn das das Richtige, ist denn das stabil und zuverlässig? Wir wollen Ihnen hier zeigen, es ist und funktioniert zuverlässig. Das Ganze ist auch zukunftssicher und sehr, sehr, sehr kostengünstig ausgelegt. All das werden wir im Folgenden uns genauer anschauen. Heute läuft es mit den Fragen ein bisschen anders. Wir haben keine Fragerunde. Natürlich haben wir die Möglichkeit, Fragen im Chat zu stellen oder besser gesagt Sie und der Herr Oechslin und der Jan Martin wird es dann im Chat beantworten. Alles ganz individuell, jetzt live und online, notfalls auch nachher noch per E-Mail. Also das wird alles beantwortet. Kommen wir zum ersten Thema, den Patientenschutz. Beim Patientenschutz schauen wir uns mal die mobile Sicherheit an. Ja, wer kennt das nicht aus dem eigenen Umfeld, bei Bekannten, Verwandten, Freunden etc.? Das kann immer wieder passieren, dass ältere Personen einfach stürzen. Das ist eins der Hauptrisiken, was passieren kann, mit relativ gravierenden Folgen. Und wenn jemand stürzt, ist er natürlich meist bewegungsunfähig und dann sieht es eher schlecht aus mit dem Notruf, weil dieser Senior zum Beispiel ja unterwegs ist, also mobil ist. Und deshalb geht der Trend immer mehr in diese Richtung, dass man hier mobile Sicherheit erzeugt. Kleiner Ausschnitt hier aus einer Fachpublikation. Das einfach nochmal erhärtet, dass das relativ oft passiert und dass man hier wirklich Maßnahmen ergreifen muss, um die Folgen einfach zu minimieren. Da habe ich wohl einen Frosch im Hals. Nehmen wir mal dieses kleine Beispiel. Da ist ein Patient, ein Senior und ist nach einem Sturz relativ bewegungsunfähig. Und was wir hier sehen, ist eine Lösung, die wir auch schon so gesehen haben im Feld, und zwar, dass strategisch verteilt irgendwo unten Alarmknöpfe sind. Das sehen Sie da oben mit dem, da unten rechts mit dem roten Taster neben der Tür. Das ist vielleicht nicht so die allerglücklichste Lösung, denn da muss man erstmal hinkommen. Und die Frage ist wirklich, auch durchaus, wenn ich an meine eigenen Eltern denke, ist es das, wo ich meine Eltern, wenn es denn sein müsste, unterbringen möchte? Also ich weiß es nicht. Selbstverständlich bieten wir hier eine Lösung an. Die Lösung ist relativ einfach. Da wird so ein Medaillon am Arm befestigt durch so ein Armband oder eben auch am Hals getragen, an einer Kette, an einem Band. Und im Fall der Fälle drückt der Senior oder der Patient da drauf. In dem Moment wird ein Signal ausgelöst. Und ich denke mal, wenn jetzt die ganze Alarmmaschinerie funktioniert, und das wird sie auch, was wir nachher zeigen werden, wird dem auch geholfen. Und da würde ich mich persönlich auch besser fühlen. Wir werden auch sehen, es wird nicht nur ein Alarm ausgelöst, wir werden auch hier mit Lokalisierung arbeiten, denn es geht ja auch darum, dass einem schnell und zielgerichtet mit Ortsangabe auch Hilfe geleistet werden kann. Das Ganze mal praktisch und zum Anfassen. Wir haben gleich eine Vorführung, der Christoph Hodel steht schon hier in den Startlöchern, um das live zu zeigen. Da ist er, er winkt, ja, er steht schon da, er lächelt, das ist gut. Auf der linken Seite haben wir den Patienten mit dem Medaillon dargestellt. Das werden Sie gleich auch auf dem Tisch sehen.
In der Mitte sind die mobilen Devices von Pflegerinnen und Pfleger und auf der rechten Seite ist der Stationsmonitor in einem Stationszimmer. Das kann man auch natürlich alles multiplizieren. So, schauen wir uns mal an, ob sich der Christoph gut vorbereitet hat. Ich denke, es geht los. Das Szenario ist nun, dass dieser Senior die Treppe runterstürzt und sich irgendwas gebrochen hat und jetzt einen Alarm auslöst, damit ihm zu Hilfe geeilt werden kann. Der Alarm wird umgehend auf dem Tablet und auf dem Smartphone angezeigt. Der Name Tester Armin, es ist ein Ruf und die Position ist im 7. Obergeschoss im Café. Ich kann mir auch anzeigen lassen, wo das genau ist, wenn ich nicht weiß, wo das jetzt wirklich ist. Und eine Schwester, die erste, die jetzt Zeit hat, die quittiert jetzt den Alarm und wie Sie sehen, auf allen anderen Devices wird der Alarm umgehend gestoppt. Man weiß jetzt, es kümmert sich bereits jemand drum. Das Spannende ist nun, dass dieser Ruf ja jetzt noch ansteht. Ich sehe ihn hier jetzt quasi in der Liste der momentan aktuellen Rufe. Steht jetzt immer noch, dass der Tester Armin einen Ruf abgesetzt hat, hier auf dem Smartphone auch. Und hier auf dem Stationsmonitor sehen wir auch, dass der Tester Armin einen Ruf ausgelöst hat im 7. Obergeschoss im Café. Die Schwester eilt jetzt ins Café, hat diesen Quittierungsmagneten bei sich, findet jetzt den entsprechenden Patienten, kümmert sich um ihn und kann jetzt vor Ort am Armband mit dem Hinhalten des Magneten den Alarm löschen und wie Sie feststellen, der verschwindet vom Tablet, der verschwindet hier umgehend vom Smartphone und er ist auch hier auf dem Stationsmonitor umgehend verschwunden. Ja, herzlichen Dank, Christoph, sehr eindrucksvoll. Das ist eine Lösung für die mobile Absicherung, aber wir haben natürlich auch den Klassiker. Der Klassiker, ja, wie der Name es schon sagt, ist alles das, was ein Schwesternrufsystem so braucht. Das schauen wir uns auch gleich nochmal live an. Das bezieht sich auf neue Installationen selbstverständlich. Wir werden die enormen Vorteile noch kennenlernen, warum es auch bei neuen Installationen absolut sinnvoll ist, dieses System einzusetzen. Aber auch nicht vergessen bei vorhandenen Systemen. Denn stellen Sie sich vor, die Systeme sind da und es gibt keine Ersatzteile mehr. Was dann? Dann kann man ganz hervorragend diese Komponenten einsetzen, mit hinzufügen und es ist sehr, sehr schnell aufgebaut und sofort funktionsfähig. Nicht nur bei mangelnden Ersatzteilen, sondern auch wenn die vorhandene Verkabelung des vorhandenen Systems nicht passend ist, nicht ausreichend ist, dann kann ich auch wunderbar diese mobile Funklösung von Getz und Novalink hernehmen. Das Ganze wieder aufgebaut auf unserem Tisch mit den Ruftastern, Zugtastern, Birntastern, Kontaktmatten etc. etc. auf der Patientenseite. Auf der Pfleger- und Pflegerinnenseite haben wir wieder unsere Mobile Devices dargestellt, auf den Smartphones mit unserer Mobile App und auf der rechten Seite das Stationszimmer. So, und ich denke, der Christoph ist soweit. Ja, okay, also dann mal los. Pro Zimmer können beliebig viele solche Alarmgeber kombiniert werden für einen Patienten, für einen Senior. Und wir lösen hier jetzt das Beispiel mal hier am Birntaster, am Bett beispielsweise einen Notruf aus. Der erscheint jetzt hier auch, Müller Hedwig, Ruf, Position Bett. Er wird wieder auf Tablet und Smartphone angezeigt. Er wird auch hier auf dem Stationsmonitor angezeigt. Und ich quittiere ihn nun hier wieder. Der Alarm wird auf allen Alarmempfängern gestoppt und steht jetzt in der Liste von noch nicht abgearbeiteten Alarmen. Die Schwester begibt sich jetzt zum Zimmer von der Hedwig Müller, kommt rein und kommt hier zur Tasterplatte, die am Eingang montiert ist und setzt jetzt hier über den grünen Knopf Anwesenheit. Sie sehen jetzt hier die blinkende LED, die zeigt an, dass Anwesenheit gesetzt ist. Der Alarm wird auf Tablet, Smartphone und im Stationsmonitor entsprechend gelöscht. Die Schwester ist jetzt ja vor Ort. Und ich sehe hier jetzt sogar im Stationsmonitor bei dem Status, dass bei der Hedwig Müller eben jetzt eine Pflegekraft vor Ort ist und Anwesenheit gesetzt hat. Angenommen, die Schwester stellt jetzt fest, dass es der Hedwig Müller wirklich ziemlich schlecht geht und sie Hilfe braucht, dann löst sie einfach erneut
einen Ruf aus. Das mache ich jetzt hiermit. Jetzt sehen Sie, jetzt blinken Rot und Grün gleichzeitig. Und jetzt kommt hier in anderer Farbe, jetzt nämlich in Rot, kommt von der Hedwig Müller ein Assistenzruf. Ich quittiere den wieder, er bleibt wieder in der Liste drin und wir sehen hier jetzt einen Assistenzruf von der Müller Hedwig, gleichzeitig ist aber auch schon eine Pflegekraft vor Ort. Eine weitere Pflegekraft begibt sich jetzt zu dieser Seniorin oder diesem Patienten, er bringt die Hilfe und wenn sie dann das Zimmer wieder verlassen, die Anwesenheit löschen, dann wird einerseits der Notruf natürlich gelöscht und auch die Anwesenheit wird wieder gelöscht. Ja, auch hier nochmal ein herzliches Dankeschön, Christoph. Nachdem wir uns den Klassiker angeschaut haben, wollen wir die Perspektive Richtung Dementenschutz einfach mal verändern, denn das ist wirklich ein Thema heutzutage. Die Zeitschriften sind relativ voll, erstens von dem Thema, zweitens auch von den Folgen dieses Themas. Und ich denke mal, dass sowas speziell auch ein Betreiber nicht unbedingt in der Zeitung stehen haben möchte, dass seine Patienten abhauen, die Flitze machen. Ja, und da gibt es ganz, ganz verschiedene Meldungen, dass diese dementen Personen erst nach Tagen zurückgebracht worden sind oder sowas wie Wolfgang H. verschwand in Zürich oder dementer Berliner 9 Monate nach Verschwinden tot aufgefunden. Das sind natürlich dramatische Meldungen und wenn man verwirrt und verirrt ist, dann kann das auch wirklich sehr, sehr, sehr schlimme Folgen haben. Das könnte so von der Lösung her aussehen, dass wir dem dementen Patienten auch wieder dieses Medaillon an die Hand geben, also um den Arm wickeln oder um den Arm binden oder eben auch um den Hals tragen lassen. Wenn sich dieser Senior oder dieser Demente in Richtung eines Bereiches bewegt oder auch Richtung außerhalb des Geländes, wird einfach durch die Barke, die da oben links jetzt über der Tür symbolisiert ist, festgestellt, aha, er ist im verbotenen Bereich und jetzt wird ein Alarm ausgelöst. Natürlich auch mit Positionsangabe, das ist ja das Wichtige. In dem Moment können dann wirklich helfende Schritte eingeleitet werden und die Situation ist wieder bereinigt. Das Ganze von der Ausführung ähnlich wie eben. Wir sehen wieder unser Medaillon oben dargestellt und unten symbolisch die Barke, die also diese Zutrittskontrolle oder diese Bereichskontrolle darstellt. In der Mitte nach wie vor unsere Smartphones von den Pflegerinnen und Pflegern und rechts wieder das Stationszimmer. Ja, und da wird mir signalisiert, alles klar, das können wir uns mal angucken. Alles ist in Ordnung, der Träger hat das Armband entsprechend bei sich. Und jetzt kommt eben das Szenario, wo wir das Armband in den Bereich der Barke bringen. Jetzt gibt es den entsprechenden Alarm. Sie sehen hier Tester Armin, die Person, Weglaufalarm. Und wo das ist, Position 7. Oge Nord. Ich kann mir wieder anzeigen lassen, wo das genau ist. Vielleicht weiß ich nicht, wo sich dieser Ausgang in Tat und Wahrheit befindet. Und quittiere jetzt, dass ich mich jetzt darum kümmere, dass wir diese verwirrte Person wiederfinden. Und das funktioniert jetzt so, dass die Schwester wieder mit ihrem Armband, mit ihrem Magnet zum Armband geht. Der Alarm kommt jetzt wieder, weil wir hier halt entsprechend in der Nähe bleiben. Und hält sein Magnet hier hin. Und Sie sehen, der Alarm wird jetzt entsprechend gelöscht, auch auf dem Stationsmonitor. Die Person kann wieder ins Gebäude verbracht werden und alles ist in bester Ordnung. Ja, super, Dankeschön. Damit hätten wir die Themenbereiche Patientenschutz mal so grob behandelt und wollen jetzt direkt auf den Mitarbeiterschutz umschwenken. Wir werden sehen, wie sich das heutzutage darstellt. Häufiger ist es so, dass wir getreten, bespuckt werden. Das kommt eigentlich fast täglich vor. Das Maß ist voll, sagt die Klinikleitung. Ja, hier auf dieser Intensivstation wurde ein Arzt zusammengeschlagen von einem Patienten, der aus einem Rausch mit synthetischen Drogen erwachte. Eine Mitarbeiterin von mir wurde wirklich krankenhausreif geprügelt von einem Menschen, der nur eine Kur verordnet haben wollte. Und sie hat gesagt, sie sieht keine Indikation. Auch beim Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe rückt das Thema stärker in den Fokus.
Und oft sind es nicht mal nur die Patienten, sondern auch die Angehörigen, die dann aggressiv werden, wenn sie eben Angst haben um ihren Patienten, den sie nun begleiten und erleben müssen, dass der nicht sofort behandelt werden kann. In kleinen Krankenhäusern wie hier im Fränkischen Rot sind die Notaufnahmen in der Nacht nur mit einer Pflegekraft besetzt. Nachtschwester Marion Geim ist ganz alleine, wenn Patienten und Angehörige die Notaufnahme betreten. Ich habe mich dann bespuckt und beleidigt. Und daraufhin muss dann auch die Polizei verständigt werden. Jetzt ächzen ja alle Krankenhäuser unter dem sowieso enormen Kostendruck. Ja, ist es denn die Sache, die Ihnen komisch vorkommt, wenn Sie statt Ärzten, Pflegern Sicherheitsdienste jetzt hier bezahlen müssen? Es ist komisch, aber wir müssen auch für unsere Mitarbeiter was tun. Und ich kann Ihnen nur sagen, dass diese Leistungen nicht gegenfinanziert sind. Das ist unser Privatproblem. Verkehrte Welt. Helfer werden zu Opfern. Und Sicherheitsdienste jetzt schon am Krankenbett. Wie man sehen kann, wird dieses Thema immer präsenter und man hat dem auch eine Fernsehsendung, eine Reportage gewidmet. Das steht immer stärker in den Vordergrund und wird auch immer bedrohlicher. Selbstverständlich haben wir hierfür eine Lösung. Neben dem schon bereits kennengelernten Medaillon gibt es auch die Möglichkeit, zum Beispiel diese Badges oder Pager herzunehmen von GETS. Die haben einerseits die Möglichkeit, relativ unbemerkt auf den Alarmtaster zu drücken, der sich auf der einen Seite befindet, oder im Extremfall auch an dem Badge zu reißen, um damit einen Notruf auszulösen. Wo man sich das vorstellen kann, relativ klar, wir sind ja gestartet vom Gesundheitswesen, da haben wir ganz deutlich gesehen, die Übergriffe in den Krankenhäusern nehmen einfach zu. Wo man sich noch mehr vielleicht vorstellen kann, ist sicherlich in der Psychiatrie, wo solche Sachen gang und gäbe sind und auch sehr, 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 sehr dramatisch auch verlaufen können. Auch eben angeschnitten haben wir alleinarbeitende Nachtschwestern und wir werden gleich sehen, das muss nicht nur die Nachtschwester sein, die allein arbeitet, sondern das sind alle Personen, die irgendwo mit Alleinarbeit zu tun haben, die ich mit solchen Devices und unserer Lösung hervorragend absichern kann. Ganz groß appelliere ich mal an Sie, weiterdenken. Also, wo kann man sowas noch einsetzen? Zum Beispiel natürlich auch in einem Jobcenter. Da, wo täglich Menschen aufeinandertreffen. Der eine will etwas von dem anderen, was er ihm vielleicht nicht geben will. Und so kann eine Situation einfach eskalieren bis zur Fatalität. Und mit solchen Mitteln kann und muss ich meine Mitarbeiter auch absichern. Ebenso kann man sich das vielleicht in Gerichten vorstellen, ähnliche Situationen oder an Schulen in Form eines Amok-Alarms. Pünktchen, 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 da gibt es ganz, ganz viele Branchen und Anwendungsfälle, wo ich das hier wirklich sinnbringend einsetzen kann. Man sieht es auch hier schon, diverse Zeitungsausschnitte, Berichte, sagen ganz einfach, dass selbst die Mitarbeiter schon fordern, dass sie solche Einrichtungen haben müssen. Ich habe mal versucht, das von der Seite zu betrachten, nicht wenn man so eine Lösung hat, was dann alles Gutes passieren kann, sondern wenn man eine solche Lösung nicht hat. Zum Beispiel, wie in dem Krankenhausfilm gezeigt worden ist, die Kosten für einen Sicherheitsdienst, der sicherlich nicht unerheblich ist. Oder auch die Kosten für zwei Mitarbeiter, wenn ich halt keinen Alleinarbeiter alleine arbeiten lassen kann. Das kann auch höhere Versicherungskosten mit sich führen oder sogar einen Verstoß gegen die Sicherheitsrichtlinien darstellen. Was man sich auch sehr gut vorstellen kann, sicherlich, ist die Demotivation der Mitarbeiter. Denn wenn ich Angst habe in meinem Arbeitsumfeld, dann bin ich nicht mehr so produktiv, dann bin ich demotiviert, dann bin ich teilweise auch gelähmt. Und das kann eine Folge sein. Also wirklich die ganze Bandbreite von einem Trauma, wenn mir das schon mal passiert ist, bis tatsächlich zum fatalen Ende. Und dann stellt sich die Frage, wer muss sich denn dann eigentlich verantworten? Ich möchte von dem Thema des Mitarbeiterschutzes mal auf das neue Thema Infrastrukturschutz kommen. Da fragt sich vielleicht der eine oder andere, was soll das denn jetzt? Das kann ich Ihnen erklären. Zum Beispiel in der Industrie. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Störungsmeldekontakt an einer Maschine. So, dann können Sie da natürlich ein Kabel hinverlegen. Die Frage ist, ob das immer so einfach und kostengünstig ist. In unserem Fall ist es überhaupt kein Problem, weil wir arbeiten drahtlos und mobil. Vor allen Dingen mobil. Stellen Sie sich vor, dass diese Maschine gar nicht stationär ist, sondern irgendein Industrieroboter, der von A nach B fährt oder in der Logistikabteilung oder was auch immer man machen kann. Da, wo Mobilität gefragt wird, kann ich sowas ganz hervorragend einsetzen.
Denken Sie daran, inklusive Lokalisierung. Oder andersrum, Diebstahlschutz. Also stellen Sie sich vor, so ein Tag oder ein Pager an irgendeinem Gerät, an einem teuren, wichtigen Gerät, an einer Maschine, Möbel, Gemälde und so weiter und so fort. Und da benutzen wir natürlich ähnlich wie bei der dementen Lösung diese Lokalisierungsinformationen, um zu wissen, okay, entfernt sich jetzt das Gerät oder was auch immer damit bestückt worden ist aus dem Bereich und das darf es nicht. Und das kann ich natürlich wunderbar detektieren und meine Maßnahmen einleiten. Oder noch weiter gedacht, irgendein Gerät, irgendein beliebiges, x-beliebiges Gerät, was einen Kontakt zur Verfügung stellt. Nichts einfacher als das. Wir nehmen einfach die Platine her und schließen den Kontakt dort an. Und damit ist das Thema erledigt. Ja, wieder Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Da gibt es natürlich extrem viele Anwendungen, die man damit versehen kann. An dieser Stelle freue ich mich ganz herzlich, dass der Stefan Öxlin hier neben mir steht und den nächsten Teil übernehmen wird. Stefan, danke. Danke, Ulf. Also, wie Sie jetzt gesehen haben, haben Sie Anwendungen gesehen, was man mit dem machen kann. Und ich werde jetzt ein bisschen hinter die Kulissen gehen mit Ihnen und ein bisschen zeigen, wie das Ganze dahinter funktioniert und versuchen Sie zu überzeugen, wie einfach das Ganze ist, wie sicher das Ganze ist und zugleich ist es noch gerade kostengünstig. Also zum einen, was sehr wichtig ist, Installationszeit radikal verkürzen, weil ein großer Punkt der Kosten, die man hat bei einem System, sei es drahtgebunden und drahtlos, sind natürlich die Kosten, die Installationskosten, die Mannstunden, die man da hat. Das haben wir schon von Anfang an in das Produkt eingebaut, weil wir wussten, es muss irgendwann installiert werden. Wir haben es versucht, es so einfach wie möglich zu machen. Zum Beispiel, wir sprechen wieder vom Klassiker, der vorhin angesprochen worden ist. Man will am Eingang eines Patientenzimmers eine Tür, einen Taster hinstellen, einen Abstelltaster sowie mit einem Notruftaster. Was muss man da machen? Das Ganze dauert 5 Minuten, 2 Löcher bohren, mit 2 Schrauben das Gerät anmachen, danach Gerät einschalten, testen, ob das richtig kommt auf dem Smartphone oder Dektphone, Deckel drauf, fertig. Das Ganze dauert 5 Minuten und in 5 Minuten hat man das erledigt. Und das sind nicht irgendwelche theoretischen Seiten, das ist echt von der Baustelle. Laufender Betrieb. Der laufende Betrieb, wenn Sie mit drahtgebundenen Anlagen arbeiten, wenn Sie irgendetwas erweitern müssen, ergänzen müssen, muss irgendwann das Gerät oder ein Teil des Systems stillgelegt werden während der Umbauzeit. Beim Funk muss das nicht geschehen, weil der ganze Betrieb läuft weiter. Das Einzige, was man merkt, ist, wenn man die neu installierten Geräte testet, dann kommen eben diese Testrufe, aber sonst der ganz laufende Betrieb läuft weiter. Keine Bauarbeiten. Bei normalen Funklösungen ist eigentlich nur ein Teilfunk, nämlich vom Rufauslöser bis zum Empfänger. Danach, bei den meisten Produkten, geht man über ein WLAN, über ein LAN, über irgendeinen proprietären Bus dann zu irgendeiner Zentrale. Bei uns sprechen wir von 100% Funk. Das heißt, vom Rufauslöser geht es zum Empfänger, der gerade am nächsten ist, dann zum nächsten Empfänger per Funk, zum nächsten Empfänger per Funk und so weiter, bis man zum Novalink-Server ist und dann geht es zurück zu Smartphone oder Deckt. Also keine Kabel zu ziehen, keine Busleitung zu ziehen, kein Netz zu ziehen, einfach viele große Einsparungen. Brandschutzwände, je nach Regelung, je nach Land kann es relativ teuer sein, Brandschutzwände durchzubohren, um da Leitungen durchzuziehen und dann wieder zuzumachen und inspizieren zu lassen, entfällt. Gebäude unter Denkmalschutz. Da war ich zum Beispiel in einem Pflegeheim, das war ein ehemaliges Kloster aus dem 16. Jahrhundert. Da waren die Wände sehr dick, also es wäre eh unwirtschaftlich gewesen, in diesem Gebäude irgendein Kabelsystem aufzubauen und wahrscheinlich hätte man sogar die Erlaubnis gar nicht gekriegt. Also dieses Problem ist auch gelöst.
Jetzt ein paar konkrete Fälle, damit man sich da ein Bild machen kann. Wir haben zum Beispiel da in Süddeutschland einen Betrieb aufgebaut, waren 60 Zimmer, 10 Ausgänge, die man überwachen musste. Das Ganze wurde innerhalb von 3,5 Tagen gemacht. Das heißt, als wir kamen, da war noch nichts da, kein Kabel gezogen und nichts, weil man keine Kabel braucht. Wir haben einfach Löcher gebohrt, alles am 32 Volt angesteckt, was dort angesteckt werden muss. Das, was batteriebetrieben ist, Batterie eingesetzt, eingeschaltet, getestet. Man konnte nach 1,5 Tagen die Anlage abgeben. Eine ähnliche große Anlage mit Verdrahtung wäre etwa über 2 Wochen gegangen, bis komplett installiert. Ein anderes Beispiel, ein zusätzliches Zimmer, ein Pflegeheim, ein Spital, das ist permanent in Bewegung, umbaut, da wird was umgebaut, anders verwertet. Ein Zimmer, sagen wir, in 30 Minuten ist es fertig. Sie brauchen vielleicht 5 Minuten, um das zuerst auf dem NovaLink-Server sauber zu konfigurieren. Dann gehen Sie ins Zimmer, sagen wir, Sie haben 2 Betten, dann sind es 2 Steckdosen für Birntaster, in der Nasszelle ein Zugtaster, bei der Tür den Rufabstelltaster, jedes Mal 5 Minuten und dann gibt es noch am Schluss noch 5 Minuten Reserve, um den Kunden zu zeigen, dass alles jetzt funktioniert. Was noch beeindruckender ist, ist 2 Gebäude miteinander zu verbinden. Typischerweise haben Sie zum Beispiel ein Pflegeheim und daneben haben Sie ein Haus mit Wohnungen für ältere Leute und nach ein paar Jahren merken Sie, es wäre gut, wenn man da eine Rufmöglichkeit hätte für die Leute in diesen Wohnungen drin. Sie möchten diese Wohnung verbinden mit dem Pflegeheim, das im Gebäude nebenan ist. Sie müssen keine unterirdischen Kabel verlegen, nichts. Von einem Gebäude können Sie zum anderen funken. Das geht über 50 Meter. Also wenn die beiden Gebäude nicht mehr als 50 Meter voneinander entfernt sind, kann man da eine Funkstrecke aufbauen. Das ist 2 Löcher im Gebäude A, 2 Löcher im Gebäude B. Das Ganze montieren, sauber konfigurieren. In weniger als 30 Minuten haben Sie das zweite Gebäude angeschlossen. Dann zum Thema Zuverlässigkeit. Die Firma Getz ist traditionell seit 30 Jahren ein Hersteller von drahtgebundenen Anlagen und wir wollten mit unserer Funklösung etwas unseren Kunden geben, das so sicher ist wie das drahtgebunden. Das heißt, wir haben verschiedene Features eingebaut, die das sicherstellen. Zum einen, das ganze Funknetz wird permanent überwacht. Alle 20 Sekunden werden alle Verbindungen von allen Geräten, Empfänger zu Empfänger, Empfänger zu Rufauslöser, zum NovaLink-Server permanent getestet, geschaut, ob alles noch funktioniert. Wenn etwas fehlt, wird das selbstverständlich gemeldet. Das Ganze wird gemacht, indem dass jedes Gerät alle 20 Sekunden eine Meldung schickt und sicherstellt, dass die Meldung angekommen ist und der die Meldung erhalten sollte, kontrolliert, ob sie auch wirklich erhalten hat. Sonst wird es gemeldet und das Personal weiß, wo eine Störung ist. Batteriezustand wird stündlich überwacht. Sie können zu jeder Zeit auf einer Webseite sehen, für jedes Gerät, wie viel Batterie vorhanden ist. Zusätzlich haben Sie bei 15% Restladung eine Voralarmierung und obendrauf hätten Sie das verschlafen, gibt es nochmal einen Alarm, wenn die Batterie dann wirklich leer ist. Also viel Sicherheit. Und zusätzlich wurde uns gefragt, ob wir mit Wi-Fi arbeiten. Nein, die Wi-Fi-Frequenz ist zu überlastet mit all anderen Geräten, die da sind. Man hat keine Garantie, dass man seine Meldung zeitlich absetzen kann. Darum arbeiten wir mit einem Frequenzband, das genau für Alarme reserviert ist. Das ist im Bereich 868 MHz bis 869 MHz. Auch eine Frage, die immer wieder aufkommt, wie sieht es aus mit der VDE-Norm? Die VDE-Norm schreibt vor, wie die Geräte sicher sein sollen, wie sicher die Geräte sein sollen, wie zuverlässig sein sollen, wie kontrolliert werden muss. Das haben wir auch berücksichtigt bei unseren Geräten. Die Norm schreibt vor, alle Geräte müssen mindestens alle 30 Sekunden kontrolliert werden. Wie vorhin gesagt, machen wir diese Kontrolle alle 20 Sekunden, damit haben wir ein bisschen Reserve und melden eine Störung dem Personal, wie es die Norm verlangt. Trotzdem
trotz diesen 20 Sekunden Live-Checks, die wir machen, hält die Batterie zwischen 1 bis 3 Jahren, je nach Gerät, von dem wir da sprechen. Also das ist auch nur möglich dank der Smartphone-Technologie. Dann, die Norm schreibt vor, wenn ein Ruf ausgelöst wird, muss das Pflegepersonal innerhalb von 5 Sekunden informiert werden. Erfüllen wir auch. Nehmen wir ein Gebäude, das 500 Meter lang ist, was schon relativ lang ist, dann dauert es 1,5 Sekunden, bis der Ruf beim Novalink-Server ist, und dann dauert es wieder nochmals 1,5 Sekunden, bis das Retour beim Smartphone oder beim Deckphone ist. Also insgesamt 3 Sekunden. Wir haben noch reichliche Reserve bis zu den 5 Sekunden, die die Norm vorschreibt. Also Sie können sich vorstellen, Sie können 3 Gebäude miteinander verbinden. Wir haben ja gesagt, Sie können bis zu 50 Meter Abstand haben, und dann sind Sie über eine Strecke von 1,5 Kilometer immer noch dabei. Traceability, also das wird immer wieder verlangt. Familie kommt, ja, die Großmutter hat 5-mal gerufen und sie ist nie gekommen. Selbstverständlich hat man im Novalink-Server das alles schön protokolliert. Es ist auch schön dargestellt. Wenn Sie zu oberst sehen, sind Sie den Ruf vom Tester Armin und sind auch die Position, wo wurde der Ruf ausgelöst, im 7. OG Café. Und da sieht man alle Zeiten, wann wurde der Ruf ausgelöst, wer hat diesen Ruf quittiert, wann war man tatsächlich beim Patienten vor Ort und hat sich um den Patienten gekümmert. All das ist schön aufgezeichnet und auch sehr komfortabel zu bedienen und anzuschauen. Die Zusammenarbeit. Was wir von Anfang an sicherstellen wollten, ist, dass das Ganze wirklich auf der Baustelle kein Problem gibt. Das heißt, die Firma Getz und Novalink sind zusammengesessen, als wenn die Hardware noch erst Pläne waren. Und wir haben schon gesprochen, ja, wie wollen wir sicherstellen, dass unsere Hardware miteinander sauber kommunizieren. Wir haben zusammen von A bis Z das Ganze gezeichnet, die ist sogar die Hardware angepasst, damit das wirklich sauber miteinander funktioniert. Wir haben das Protokoll zusammen entwickelt, wie die beiden Geräte miteinander sprechen sollen, damit wirklich nichts verloren geht und alle Fälle berücksichtigt werden. Jede Komponente ist wirklich so gemacht, dass es mit den anderen arbeiten kann. Das Ziel ist, bei den Stationen haben Sie keine Überraschungen. Es ist wirklich Plug and Play. Sie schalten das ein, konfigurieren das ganz einfach auf dem Novalink Alarm Server und es funktioniert auf Anhieb. Es gibt auch keinen Schnittstellzank und Schuldzuweisungen. Beide Teams, Novalink Team, Support Team und das Get Support Team, wissen voneinander, wissen, wie die anderen Geräte funktionieren, und wir können da einen super Support anbieten. Zukunftssicher und kostengünstig. Ein Kunde, der in eine solche Anlage investiert, investiert doch einen größeren Betrag, vielleicht 50.000 Euro, kann bis zu 100.000 Euro, und er möchte nicht, wenn irgendeine neue Technologie oder ein neues Gerät rauskommt, hören müssen, ja, tut uns leid, ist nicht kompatibel mit dem System, das Sie haben, es ist zu alt, Sie müssen alles rausschmeißen. Also, wir haben auch an das gedacht. Neue Geräte, die entwickelt werden, neue Rufauslöser, was auch immer, sind immer rückwärts kompatibel mit bestehenden Empfänger, Server und so weiter. Das heißt, Sie können zu jeder Zeit auf eine Nachfolgetechnologie umsteigen und müssen da nicht große Investitionen tätigen. Was ist, wir arbeiten weiter an neue Technologien, an neue Rufauslöser, neue Überwachungsgeräte, und wir rechnen so, also traditionell kommen wir mit ca. 3 bis 5 neuen Geräten pro Jahr auf den Markt. Selbstverständlich können Sie gleich zum Kunden gehen, diese Geräte anbieten. Sie werden kompatibel sein mit dem, was der Kunde schon hat. Wir bauen alles auf neuestens effizienten Technologien auf. Zum Beispiel, vorher hat Ulf von einer Barke gesprochen, die merkt, wenn jemand zu einer Tür rausgeht. Diese Barke haben wir nicht selber erfunden. Das ist das, was Sie in den meisten Autos haben. Diese Autos, die merken, wenn man sich dem Auto nähert und das Auto automatisch öffnen. Weil wir diese Technologie benutzt haben, haben wir A, tiefe Kosten, weil das millionenfach eingesetzt wird, und B, eine viel größere Reichweite als die Barken, die Sie sonst auf dem Markt finden, weil das Auto ein Metallkasten ist und sollte schon nach 2-3 Meter merken, aha, da kommt jemand auf mich zu, ich sollte öffnen. Typischerweise, ein normales Produkt hat eine Reichweite von 80 cm bis 1 Meter,
unsere Funkbarke entdeckt einen Patienten schon auf 3 Meter. Jederzeit erweiterbar. Wir haben das Ganze sehr modular gemacht, haben wir auch schon vorher gesagt, mit einem zusätzlichen Zimmer, das in 30 Minuten aufgebaut ist. Ist wirklich so, es ist wirklich Plug and Play, eintippen im Novalink Alarmserver und schon funktioniert es. Funktechnologie, haben versucht, wirklich modernste Funktechnologie zu nehmen, hat den Vorteil, dass es a. kostengünstig ist und b. sehr stromsparend ist. Wir haben die Funktechnologie aus den Smartphones genommen, die sind wirklich designt, um Strom zu sparen. Somit können wir die Sicherheit bieten des drahtgebundenen Systems mit allen 20 Sekunden Überprüfung und trotzdem eine Batterielebensdauer von 1 bis 3 Jahren. Und selbstverständlich, dank dem Novalink-Server, können Sie dann diese Alarme irgendwo weiterleihen, sei das auf Smartphones, Pagers, Tag und so weiter. Kostengünstig, hier einfach noch einen kleinen Vergleich. Übliche Technologie, die man heutzutage im Markt findet, pro Patient 400 Schweizer Franken pro Stockwerk, normales Gebäude mit normalen Wänden, rechnen wir mit 4000 Schweizer Franken plus Verkabelungskosten, die muss man nicht vergessen. Und pro zu überwachende Tür ist man ungefähr auf 1000 Schweizer Franken. Wenn man sieht, wie es mit dieser neuen Technologie aussieht, pro Patient rechnen wir mit 200 Schweizer Franken, pro Stockwerk 1400 Schweizer Franken und Sie sehen, die Verkabelung ist entfallen. Wieso? Weil wir haben 100% Funk, wir müssen nicht die verschiedenen Empfänge mit irgendeinem Kabel verbinden. Jeder Empfänger ist direkt an 230 Volt angeschlossen. Sollte 230 Volt ausfallen, arbeitet der Empfänger weiterhin mit seinem Akku noch während 48 Stunden. Und dann noch pro Türe, knappe 52 Schweizer Franken, haben Sie eine Türe überwacht. So, das war der Blick hinter den Kulissen in der Technik und ich übergebe wieder an Ulf. Räusper. Herzlichen Dank, Stefan. Wunderbar. Das war ein richtig guter, schöner, tiefer Einblick, dass man auch wirklich weiß, was so hinter den Kulissen passiert und dass wir nicht einfach hier nur Marketing-Slides durch die Gegend flitzen lassen. In dem Zusammenhang mit Kostengünstigkeit möchte ich Ihnen ganz brandfrisch aus der Presse sozusagen unser Mobility Basic vorstellen. Die sich mit Novalink schon auskennen, wissen vielleicht, es gibt abgeschlossene Bundles wie zum Beispiel Novalert Basic Paging oder Basic Voice. Das sind Funktionspakete, die in sich abgeschlossen sind und sehr, sehr günstig sind. Und wir haben das Mobility Basic speziell auch für die Zusammenarbeit mit Getz erfunden, sag ich mal. Sie sehen auf der linken Seite, da kann ich eine serielle Schnittstelle anschließen, wie zum Beispiel ein ESPA-Protokoll, von welcher Anlage auch immer. Und vor allen Dingen natürlich auch die Getz-Schnittstelle auf der linken Seite. Das Ganze geht dann auf Nova Alert in dem Bereich Mobility Basic und wird dann an die verschiedensten Alarmausgänge weitergeleitet, zum Beispiel an die Mobile App. Das ist ja das, was wir in den Live-Vorführungen vom Christoph Hodel gesehen haben, die Mobile App, die entsprechende Meldungen bringt, die ich quittieren kann, wo eskaliert werden kann, wo ich Attachments mit hinschicken kann, Lageplan, Maßnahmenpläne, Einsatzpläne, im Prinzip alles, was auf so einer Mobile App dargestellt werden kann oder auf so einem mobilen Gerät. Wir haben auch noch SMS mit dabei und eine serielle Schnittstelle. Man weiß ja nie. Ich kann Ihnen wärmstens empfehlen, eine Demo sich anzuschaffen. Und zwar haben wir Demosysteme zu wirklich subventionierten Preisen, zum Beispiel die Novabox X50 mit sämtlichen Lizenzen, natürlich in kleiner Zahl, sowie auch die Novabox X100. Da kann ich wirklich komplett für mich, speziell auch für Ihren Kunden, Sachen zusammenstellen, Demo-Alarme einrichten und die dann auch live und in Farbe zu zeigen. Und das ist wirklich was von den Partnern sehr, sehr positiv entgegengenommen wird, weil es einfach sehr beeindruckend ist, so eine Live-Demo. Und man sieht da wirklich, wie sieht das in der Praxis aus? 1000 PowerPoint-Folien helfen uns nicht. Wir müssen es sehen, wie es wirklich in der Praxis funktioniert und aussieht. Und man kann damit eben eigene Demo-Alarme einrichten, vor allen Dingen auch beim Endkundentermin solche Alarmierungen demonstrieren und auch das Proof of Concept machen. Das heißt, der Kunde hat ganz dedizierte Vorstellungen von dem, was er erreichen will und Sie können es damit nachstellen und damit können Sie einfach punkten. Und natürlich auch mit den neuesten Technologien, wie der Stefan auch gerade angesprochen hat, wie die Funktechnologie auf dieser Seite funktioniert oder eben auch auf der anderen Seite beim Empfänger über Smartphones.
nicht nur Smartphones, natürlich auch alle andere Peripherie wie DECT oder Wi-Fi oder Pager etc. etc. Warum machen wir das? Wir wollen unsere Kunden einfach überzeugen und ich denke, so eine Live-Demo ist dazu sehr, sehr geeignet. Ich möchte nicht versäumen, Sie auf die nächsten Termine hinzuweisen. Wir haben selbstverständlich Sales-Workshops, also unsere Verkäufer-Workshops und auch Tech-Workshops. Da gehen wir dann wirklich in die Tiefe, um das zu verstehen, wie ich das dann auch implementieren kann. Da sehen wir uns dann vielleicht wieder, wenn Sie da hinkommen. Und natürlich auch Webinare, das ist ja das, was wir heute gerade tun. Die Termine stehen auf www.novalink.ch/Termine. Und zum Thema Termine kann ich Ihnen schon ankündigen, ja, wir haben ein nächstes Webinar. Und zwar im Juni, den 24. Juni, das ist wieder ein Mittwoch, einmal vormittags um 9 Uhr und einmal nachmittags um 16 Uhr. Das Thema wird sein, ich sag's nicht. Schauen Sie bitte in unseren nächsten Newsletter, lassen Sie sich überraschen, ja, in freudiger Erwartung sozusagen, schauen Sie rein und da ist dann das nächste Thema dargestellt. Mir bleibt mir nur mich herzlich zu bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Mir hat es riesen Spaß gemacht. Und wenn ich mir so die Herren auf meiner Linken angucke, denen hat es auch Spaß gemacht. Wenn es Fragen gibt, Hinweise etc., bitte scheuen Sie nicht, uns eine E-Mail zu schreiben unter webinar@novalink.ch. Und in diesem Sinne bedanke ich mich nochmal ganz herzlich, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und eine gute Zeit auf gute Zusammenarbeit.